Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch Folgendes zeigen, und zwar das Arbeiten mit Resiblast. Dazu habe ich ein Bild vorbereitet, das ich schon gegossen habe. Das ist allerdings mattiert. Da habe ich Resiblast in das Resin gegeben, das heißt direkt in die Farbmischung arbeiten werden wir mit Bronze Beach Metall. Hier sind die Farbblättchen mit Resitint Max passend schwarz und weiß und mit dem Pigmentpulver Kupfer. Hier ist mein Resiblast. Ich habe extra zwei. Bei einem kann man die Schrift gar nicht mehr lesen. Das ist schon so alt. Also es ist so ergiebig. Ich brauche wirklich nur zwei bis maximal drei Tropfen auf einen ganzen Becher von der Farbmischung Resin. So, wichtig zur Vorbereitung. Ich arbeite übrigens mit Mastercast Resin, dass ihr euren Malgrund ganz eben vorbereitet. Also er muss hundertprozentig eben sein, mit der Wasserwaage eben geschaut, dass sonst läuft euch das Motiv nämlich an der Seite runter und ihr habt eure ganzen schönen Zellen nicht auf dem Bild, sondern auf dem Tisch. So, ich werde jetzt mein Resin anmischen. Dazu verwende ich super gerne meinen gelben Spatel. Hier kann ich ganz einfach die alten Resinreste entfernen. Durch das Biegen löse ich das dann ganz einfach ab. Ich werde jetzt mein Resin 3 Minuten anrühren. Und damit ich die Zeit jetzt hier im Video spare, werde ich das jetzt machen und bin dann gleich wieder für euch da. So, bin wieder da mit meinem Resin angemischt und auch mit meinen Bechern, die ich schon vorbereitet habe. Hier habe ich das Pulver reingegeben und die Pasten. Von den Pasten nehmt ihr bitte relativ wenig. Also es reicht eigentlich so ein halber Teelöffel, kann man sagen. Was ich euch noch zeigen möchte, oder beziehungsweise ich möchte einen Test machen, den Unterschied zu zeigen zwischen einem Acrylic-Ink-Weiß, also einer Acryltinte, und einer Paste, der Resitint Max Paste Weiß. Ich werde immer wieder gefragt, was ist denn der Unterschied, ja, oder wie äußert sich der Unterschied? Er äußert sich einfach darin, dass eine ganz andere Zellbildung stattfindet und auch in der Farbintensität. Also die Paste ist einfach viel, viel deckender und in der Regel, also unsere Pasten haben auch einen Lichtechtheitsfaktor oder von 8, das heißt, die sind sehr hoch lichtecht und bleichen auch nicht aus. So, jetzt verteile ich mein Resin auf die Becher und werde die jetzt anrühren. Bitte mischt die Farben sehr gründlich und sorgfältig. Es ist ja auch überhaupt nicht wichtig, wie schnell oder langsam ihr rührt. Ihr müsst einfach nur gründlich rühren. Im Gegensatz zum Resin, das sollte man ja immer 3 Minuten mindestens ganz langsam rühren und gründlich und sorgfältig und am besten noch einmal umtopfen, das heißt in einen anderen Behälter füllen. Das ist jetzt bei dem Mischen der Farben nicht mehr notwendig. Ihr könnt auch immer ganz leicht prüfen, wie deckend oder nicht deckend, also transparent oder nicht transparent, beziehungsweise im Fachbegriff opak oder nicht opak, diese Farbe ist, indem ihr einfach ein bisschen die Farbe in einem durchsichtigen Becher anrührt und dann einfach gegen das Licht haltet, könnt ihr sehr schön sehen, wie deckend diese Farben sind. Ich gebe jetzt hier in eine der Farbmischungen, und zwar in das Resi Metall Bronze Beach, mein Resi Blast in die Resin-Farbmischung. Das heißt, ich gebe 2 Tropfen in die Resin-Mischung. Das ist völlig ausreichend, um nachher die Effekte zu erzielen. Ich habe immer noch ein paar Musterblättchen vorbereitet nebendran. Hier möchte ich nachher zeigen, wenn man das Resi Blast direkt auf das Resin auftropft. Also bitte nur 2 Tropfen, das ist völlig ausreichend, und die dann bitte gut verrühren. Weniger ist mehr, das ist immer meine Devise, auch bei vielen Sachen. Also haltet euch einfach daran und nehmt nicht zu viel. Resiblast ist ein Medium auf Silikonölbasis, aber kein reines Silikonöl. Und das Silikonöl in dem Resiblast trennt jetzt schon das Resin und es fängt schon ein bisschen an zu blubbern und zu arbeiten. Das sieht man schon in der Farbmischung im Becher. Ich mache gern eine dünne Schicht, also Grundierschicht auf meine Bilder.
Das ist bei kleinen Werken nicht ganz so wichtig, aber vor allem bei großen Bildern Meter mal Meter ist einfach die Fließfähigkeit nachher der Farben viel besser, wenn schon bereits eine dünne Schicht Resin auf dem Bilduntergrund ist. Ich verwende übrigens super gern diesen Spatel von Fackelmann. Der ist wirklich super gut geeignet, um auch in alle Ecken und Kanten zu kommen, vor allem wenn man einen Rahmen baut, um das Bild zum Beispiel. Und vor allem, bis sich das Resin hervorragend wieder von diesem Spatel ablösen. Bekommt ihr als Zubehörteil auch in meinem Shop. Übrigens könnt ihr das alles ganz ausführlich nachlesen in meinem Resinkunst-Handbuch. Hier findet ihr alle Informationen zu Resiblast und natürlich noch viel mehr. So, jetzt geht's los. Ich fange an mit meiner schwarzen Farbmischung, die ich jetzt auf meinen Malgrund gebe. Das ist übrigens eine MDF-Platte aus dem Baumarkt, die weiß beschichtet ist. In dem Fall glaube ich, die gibt es 2 oder 3 mm stark. Verwende die sehr gerne eben für Demonstrationsbilder oder auch nachher, wenn ich eigene Holzmalkörper baue. Ist die super gut, die verzieht sich nämlich nicht so und verwende dann Fußbodenleisten nachher sozusagen als Rahmen, wo ich sie drauf befestige. Also eignet sich wirklich sehr, sehr gut mit Resin. Durch diese weiße Beschichtung ist einfach auch die Gefahr der Luftblasen, die von Holzmalkörpern oft kommen, gebannt. So, ich schiebe jetzt mit meinem Föhn diese schwarze Resinfarbmischung über 2/3 über mein Bild. Das habe ich jetzt gemacht, um auch eine große Fläche mal zu schaffen, weil ich euch die Unterschiede zeigen möchte von den zwei Weiß. Ich hatte ja anfangs gesagt, wir testen einmal das Resi Tint Max Weiß und die Acryltinte in Weiß. Das ist jetzt die weiße Acryltinte, die ich hier drauf gebe und die ist schon relativ gut von Elichem, relativ deckend, aber trotzdem sieht man relativ schnell den Unterschied zu der anderen. Natürlich im Video kommt es nicht ganz so gut rüber, wie wenn man wirklich direkt davor steht. Ihr seht, dass es viel transparenter ist. Die rechte Seite ist viel transparenter wie die linke Seite. Die linke Seite ist mein Resi Tint Max, also die Pigmentpaste. Und das rechte ist die Acryltinte. Wenn ich die einfach drüber blase, sehe ich, es ist wesentlich transparenter. Das hat auch nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern einfach nur mit einer anderen Optik. Hier bekomme ich auch mit der Max-Paste natürlich ganz andere Zellbildung wie mit der Acryltinte. Ist eigentlich hier ganz schön zu sehen. Übrigens ist es auch, müsst ihr mal testen, sieht ganz anders aus, wenn man weiß in schwarz bläst oder schwarz in weiß. Ich bevorzuge eigentlich dieses weiß in schwarz reinblasen, weil es einfach einen schöneren Effekt gibt und nicht so schmutzig aussieht, wie wenn ich das schwarz in das weiß blase. So, Zellen benötigen auch immer ein bisschen Zeit. Das heißt, ihr müsst diesen Zellen auch Zeit geben, dass sie sich entwickeln. Ich föhne praktisch das Weiß über das Schwarz. Jetzt gebe ich auch mit dem Föhn, gehe ich jetzt auch über die andere Farbe drüber, weil ich die nicht mehr da haben möchte sozusagen in meinem Bild. Also gehe mit dem Resi Tint Max sozusagen über die Acryltinte auch und verteile mein restliches Weiß auf der anderen Seite von dem Malkörper. Die Zellen föhne ich ganz gerne ein bisschen auf, indem ich den Föhn kreisförmig direkt über die Farbe, die ich praktisch als Lasing-Effekt haben möchte, föhne. Und dann entstehen eigentlich diese wunderschönen kleinen Zellen. So, jetzt gebe ich mein Bronze Beach mit den 2 Tropfen Resi Blast einmal quer über mein Bild. Ich mache das jetzt direkt mal so bewusst ein bisschen mehr. Also bitte verwendet es zurückhaltend, weil es sich sehr, sehr schnell ausbreitet.
das Resiplas trennt ja sozusagen die Farben. Das heißt, es tritt in Spannung mit diesen Farben. Bedeutet, dass natürlich, wenn ich jetzt Resiplas nur anwenden würde, also zum Beispiel in einer Farbe und es wäre nur ein Weiß, in Weiß wäre Resiplas und Schwarz wäre der Malgrund, hätte ich sehr schnell Löcher, weil da würde einfach nur der Untergrund durchscheinen. Es ist also besser, je mehr Farben sozusagen zusammenkommen, desto schöner wird der Effekt. Auch hier habe ich Möglichkeiten, nochmal Einfluss drauf zu nehmen. Ich habe hier ein Spray erstellt, Pigment mit Isopropanol gemischt, also das Pigmentpulver, Resitin plus Kupfer, mit ein bisschen Isopropanol gemischt. Das habe ich jetzt aufgesprüht und schon erhalte ich auch hier wieder einen anderen Effekt. Der Alkohol verkleinert praktisch wieder diese Zellstruktur vom Resiplast. So, es geht weiter. Jetzt zeige ich euch, wie man Resiplast auftropft auf Resin. Dazu darf ich natürlich keine Farbmischung oder Resinmischung verwenden, die bereits Resiplast beinhaltet. Also das heißt, mein Bronze Beach würde ich nicht verwenden, weil es würde sich ja dann nicht mehr trennen, ja, oder beziehungsweise würde nicht in Spannung treten, weil es ja auch bereits Silikonöl enthält. So, das heißt, ich nehme Schwarz und Weiß und die Farbmischung mit Resitin Plus Pulver, das ich ja bereits auch mit dem Resin angemischt habe, das Kupfer und werde diese drei Farben jetzt auf meine vier vorbereiteten Untersetzer geben. Das mache ich jetzt einfach auch ganz wild, das ist völlig egal. Ihr müsst jetzt hier euch sozusagen nicht verkünsteln, weil das Resiplast, das ich nachher auftropfe, ändert sowieso alles. Wichtig ist einfach eins, beim Auftropfen von Resiplast braucht das Resin ein bisschen Zeit. Das heißt, ihr solltet eigentlich so ja, 5 Minuten warten nach dem Gießen, ja, bis ihr das Resiplast auftropft. Sagt man in der Regel, ja, also funktioniert es einfach am besten. Wenn ihr zu spät das Resiplast drauf gebt, dann bleibt einfach nur ein ölhaltige Tropfen auf der Oberfläche und es gibt keinerlei Effekte. So, ich föhne es jetzt erstmal einfach ganz wild durcheinander. Ich hatte ja gesagt, es wirkt am besten, indem sehr viele Farben einfach übereinander sind, da ist die Farben ja trennt. Also das heißt, je mehr Farben ihr habt, desto größer sind eigentlich die Effekte. Ich mag aber ganz gern diese bisschen zurückhaltend schwarz-weiß Metall-Effekte. Also ich finde es sehr schön und da funktioniert das eigentlich auch wunderbar. So, jetzt geht's los. Ihr seht, wie ich das Resiplast auf die Oberfläche tropfe. Und es passiert eins, es wird die Oberflächenspannung gestört und das Resin verdrängt sozusagen jetzt oder tritt die Farben treten in Spannung miteinander und es entstehen dadurch wunderschöne Effekte. Die sind natürlich nur bedingt beeinflussbar, bedeutet immer, es kommt drauf an, wie viel Tropfen ihr drauf gebt, beziehungsweise auch wie viele Farben verwendet werden, wie groß ist der Holzmalgrund, was ist es überhaupt für ein Untergrund, wo ist die Begrenzung. Also hier könnt ihr natürlich, wie gesagt, ein bisschen spielen und ihr könnt natürlich dann auch mit dem Föhn zum Beispiel diese Zellen noch vergrößern oder in eine andere Richtung schieben. Wichtig ist eins, nach dem Trocknen wird es in jedem Fall ein Fettfilm geben und es wird auch keine glatte Oberfläche geben. Heißt, ihr müsst die Oberfläche entfetten, das mache ich mit einem Silikonentferner, da geht es ganz einfach. Und dann könnt ihr einfach eine klare Schicht Resin drüber geben, dann habt ihr danach eine ganz, ganz glatte Oberfläche. Vielleicht auch noch wichtig, also diese Effekte sind gewünscht, diese Dellen, die entstehen in der Oberfläche, sind gewünscht. Das ist diese Reaktion der Entspannung treten. Ja, kann auch sehr schön aussehen, wenn es einfach nur punktuell passiert. Wenn man das nicht möchte, Oberfläche entfetten und einfach neue Schicht drüber. Sehen schön aus, die Untersetzer mit Resiplast. Also mir gefallen sie auf jeden Fall. Wie es funktioniert, Resin zu mattieren übrigens, zeige ich in einem anderen Video. Wenn es euch interessiert, schaut einfach rein. Resin matt heißt das Video.
Hier seht ihr noch weitere viele schöne Effekte, die man mit Resi Blast erzeugen kann. Viel Spaß!